Kopfballchance und das Tor! Das Tor! Ich glaube es nicht! Das Tor für Estorf! Tiljanic wieder und jetzt brechen hier alle Dämme! Das war alles so ein bisschen wie ein Traum. Das ist es eigentlich heute noch, wenn ich ganz ehrlich bin, trotz schon einigen Monaten, die vergangen sind. Die machen nichts, die können nicht mehr. Das Einzige, was sie noch haben werden und was sie machen werden, ist, mit so ein bisschen Adrenalin, mit ein bisschen Push vom Trainer, kommen die da raus. Und die ersten 15 Minuten, die werden wild werden. Ganz, ganz wild, das sage ich euch. Hallo. Wir gehören zusammen. Entschuldigen Sie, dass ich unterbreche. Lassen Sie sich durch die Kamera nicht nervös machen. Gucken Sie einfach ganz natürlich, ganz natürlich. Jeder kann eine Leistung an den Tag bringen, womit wir das Spiel gewinnen. Das weiß ich. Wir haben schon so viel erreicht. Kommt jetzt! Komm! Ja! Mein Name ist Julian Kester. Ich bin Reporter von Radio Mittelweser und ich muss sagen, ich bin hier im Trainingslager von RB Estorf und ich muss sagen, die haben auf jeden Fall die Leber gut trainiert. Vielen Dank. Ciao. Schalten Sie wieder rein. Das Spiel zu Ende, die Stimmung ist nach uns. Wir haben euch gewonnen, wie machen wir das los? Den Sieg sollen wir begießen. Ich kann mich unheimlich gut selber feiern. Wir treue Fußballspieler, vergessene Woche.